Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Gedönse, Dingens und so weiter und so fort. Ja, ich weiß mal ein paar. Naja, was heißt ein paar? Ein bisschen hat ausgehen, AFK. Ist mittlerweile einiges an Setlings nicht angekommen. Holz habe ich auch schon ordentlich gesammelt. Der ist mittlerweile voll, das heißt, wir müssen den schon mal abpumpen irgendwie. Der Fermenter ist mittlerweile auch schon voll, jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier hinten ein bisschen weiter verlegen. Sollte aber auch alles kein Problem sein, wenn wir eine Schaufel hätten. Aber daran würde es ja nicht scheitern. Ja. Also seit der letzten Aufnahme ist auch wieder ein Tag vergangen. Hatte heute einfach keinen, oder gesagt gestern keinen Bock mehr drauf, auf K rumzustehen. Noch ein bisschen mit der Freundin gezockt und so weiter und dann war auch schon ein Tag für mich gelaufen. Ja, machst du sehr fein. Ich muss aber auch mal wieder fahren gehen, wenn das so weitergeht. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie ich mir das Ganze hier so vorgestellt habe. Haben wir noch ein bisschen Gravel. Okay, der bekommt Fruit Juice. Saplings braucht der hier nicht. Ja, genau das habe ich schon gedacht. Machen wir einfach eine zweite Reihe, das sollte sicherer drin sein. Der hier braucht Saplings. Der hat sich gerade eingesperrt. Zwölf vor drei. Hab schon wieder vergessen, auf die Zeit zu achten. Um die bisschen näher dran zu haben. Ich habe aber so ein Befürchtnis, dass die Truhe irgendwann sehr schnell überlaufen wird. Und deswegen sollten wir ganz schnell das alles fertig kriegen. So, jetzt muss ich aber nochmal überlegen. Biomass, der macht Fruit Juice aus Biomass. Kann man auch mit Wasser an Fermenter und Fertilizer. Okay. Da wir höchstwahrscheinlich auch einen Überfluss an Saplings bekommen, machen wir uns jetzt gleich noch einen zweiten Fermenter. Und da wir auch eine kleine Wasserversorgung brauchen werden. Fermenter von Rotelcraft. Vielleicht mache ich da nachher nochmal auch was mit Rotelcraft. Kupfer musste ich noch fahren, da war ja was. Ich will hoffen, dass das jetzt reicht. Es reicht natürlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Hätte ich nicht gedacht, dass das Kupfer so schnell ausgeht. Ich würde da. Ist der Watte, wo habe ich die? Turtle? Turtle? Steht die da noch? Oder habe ich die? Ach, hier ist die. Lol, hier ist doch noch jede Menge Erde und ich guck, boah. Und ich mach mir hier wieder Gedanken, dass die Erde hier irgendwann ausgeht. Ja, weil. Ach, weißt du was, ich mach dir einfach nochmal eine Doppeltruhe, Holz haben wir ja jetzt genug. Das werde ich auf jeden Fall jetzt gleich hier auch mal was wegreißen, weil ich habe da eine Idee, was ich noch machen möchte. Lass mal so mal hier so farmen. Ja, da vorne ist gut. Oder das sollte eigentlich noch ein Chunk-Bereich sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
was es wahrscheinlich eh wieder sein wird. Doppeltruhe. Wie viel hat sie noch? Wie viel? Fuel ist 0. Okay, das heißt, wir brauchen Kohle. Ich glaube, ich werde es auch so machen, dass ich Hälfte-Hälfte machen werde von der Forestry Farm. Komm, verpassen wir mal das Deck Kohle. Haben wir es ja gerade. Und wir brauchen sie eh nicht gerade. Also ich werde die Forestry Farm wahrscheinlich halbieren, dass ich die Hälfte Holz habe und die Hälfte in der Charcoal-Produktion geht. Für die Turtle. Refuel. All 5.920 macht oder mal excavate sie. Na, nicht excavate, sondern excavate 7. So, die läuft dann jetzt erstmal. Ich will auch hoffen, dass sie jetzt noch im Chat-Bereich ist. Ansonsten habe ich gerade wieder ein bisschen Kohle verschwendet. Die Erde nehme ich mit. Limestone brauche ich nicht wirklich. Was war hier? Hier war Lava. Da ist noch Kupfer und so weiter. Das. Ja. Wollen wir uns noch. Genau, das wollte ich gerade nicht. Gut, die Erde kann ich mal weg. Sollte dann safe sein. Sehr schön. Noch ein weiterer Fermenter war das. Ich schaue gerade, wenn wir draußen kommen. Aber fängt es bei mir richtig an zu pissen, finde ich schon. Schon noch krass, wie es gerade anfängt. Wir brauchen noch 4 Eisen. Davon haben wir noch da. Ein Study Casing. Naja, auch einfach so machen. So, der braucht aber jetzt auch noch Strom. Machen wir dann so, dass wir den von. Jetzt ist der Knackpunkt da. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Das kann weg. Dann kriegen die von hier den Strom. Der erstmal schön verdeckt wird. So. Von hier kriegen die ja Items und von unten wird dann einmal von da und einmal von darüber wird dann die Flüssigkeit abgepumpt. So, was mir jetzt aber gerade auch noch auffällt, der braucht noch Wasser. Scheiße. Ich könnte den mir auch hier. Ich mache den, glaube ich, hier dann noch einen Aquarius hin. Ist das gerade wieder eine Scheiße, das alles zusammenzufrieren.
Ich will den auf jeden Fall in der Wand sehen haben. Ich weiß es auch schon, wie ich das mache. Mein Problem war jetzt gerade mein Gedankenfehler. Wenn ich jetzt hier noch ein Würdig draufpappe, sieht man das. Verbinden die sich. So nicht. Aufgetreten. Gut, jetzt brauche ich aber nochmal ein paar Wassereimer. Und einen weiteren Aquarius. Und ich brauche wieder Sand. Oder beziehungsweise Glas. Das heißt, wir brauchen einen Aquarius Accumulator wieder. 10, ja, okay, das ist machbar. Verpassen. Machen wir mal lieber doch nochmal ein bisschen was. Eins, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Redstone. 10. Okay, machen wir schon mal gerade den Servo. Da haben wir nämlich noch genug Glas da. Füllen wir unten schon mal aus mit Wasser. Wir werden zwei Eimer brauchen. Viadukte müssen wir auch noch machen. Ist das krass, wie das gerade am Wasser mangelt. Am Wasser. Bin ich bekloppt? Also ja, ich bin bekloppt, aber ihr wisst, was ich meine. So, damit hier nichts spawnt, setzen wir nochmal zwei Fackelchen hin. Das sollte ja. Jo, das reicht aus. Ich würde den Aquarius dann wahrscheinlich davor hin packen. Ja, Verkabelungsstrategien vom Feinsten. Wie viel Level hat der schon? 58. Boah, habe ich mich gerade geschrocken. Das mache ich jetzt hier auch nochmal gerade was schöner. Hinten ist auch ein Schnall. Können wir gerade schlafen gehen? Sehr schön. Hallo Enderfrau. Wollen wir es wagen? Wollen wir es wagen? Och Mann. Nee, dich will ich nicht. Ich wollte eine Enderperle haben. Weil die wachsen ja echt arsch langsam. Ich glaube, ich muss da echt nochmal offscreen dann Enderperlen farmen gehen. Weil ich habe da was Besonderes mit vor. Machine Frame. Aquarius. Nochmal Fluidukte. Und ich mache einfach mal drei Servos. Weil ein paar werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Ich werde auch bald, ganz schön bald in den Nether müssen, weil ich Tränke brauche, weil diese Scheißspinnen und so weiter gehen auf die Nerven, die will man mit dem Dodge bauen. So. Aquarius pumpt sich voll.
Das mache ich mal ganz kurz so. Das kommt da rein. Gut. Dann bekommt der hier schon mal einen Servo. Hi. Schade. Aber so kommt alles zurück. Freut mich irgendwie, dass er zurückgekommen ist. Aber na gut, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was ich hier nochmal alles geistig im Kopf hatte, mit meiner geistigen Verwirrtheit. Aber so viel ist das eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß, ich brauche nur noch einen Sapling. Whitelist. Das. Und jetzt müsste die beiden Saplings bekommen. Die sind auf jeden Fall drauf. Ah, und wir erstellen die erste Biomasse. Sehr schön. Gut, der braucht aber noch weiterhin Water. Dann kann ich hier unten runter. Nein, kann ich nicht. Dann mache ich hier oben gleich noch ein Barrel hin, wo ich den Mulch abpumpen lasse. Und dann muss ich noch wegen der Still, wegen der Biomasse jetzt gleich noch hier unten drunter einen Weg machen. Der hat noch. Der Mulch muss auf jeden Fall raus. Ja, du hast keinen Inventarplatz. Das ist sehr schön. So würde ich doch teilweise haben. Das ist fertig soweit. Das auch. Das noch nicht. Das auch noch nicht. Und das auch noch nicht. Heißt im Klartext. Ich werde zwei Stills machen, die sich dann mit Biomasse selbst versorgen. Boah, dieses Spiel geht mir sowas von derb auf die Eier. Ja, komm zu Papa. Hier. Scheißteil. Oh, cool, imperiale Drones. Das ging erst. Nein, das machen wir mit Delikten. Das ging jetzt gerade echt schnell. Ja, ich lasse einfach so die Bienenproduktion ein bisschen nebenbei laufen. So, vielleicht kriegen wir noch ein paar Zeppling, ein paar Bäume, neue Sorten, wer weiß. Jetzt brauchen wir aber noch, wie gesagt, zwei Stills. Nicht Lava Still, Still. Das heißt, wir brauchen wieder Bronze. So. Da Bronze mache ich jetzt noch gerade fertig. Und die ist durch die Casings auch noch. Aber das war es dann auch schon wieder für heute mit dieser Folge. Wie jetzt Ganze weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, erkennt den ganzen Rotz einfach runter in die Kommentare und so weiter und so fort.
Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Tech World 2 mit eurem Doshi. Und bis dahin, tschüss.